Hi, ich hatte gestern ein interessantes Erlebnis. Das würde ich euch gerne mal erzählen, weil man daraus viel lernen kann oder ich daraus viel gelernt habe. Und zwar war ein Energieberater hier bei mir und hat verschiedene Sachen sich angeguckt und uns Tipps gegeben, wie wir Energien einsparen können. Und nur Einsparpotenzial von Monitoren, TV-Geräten und sowas, also Kriechstromfresser quasi und sonst ein paar anderen Kleinigkeiten, die aber alle ohne Investitionen verbunden sind, haben wir festgestellt, dass wir im Jahr ungefähr 1000 Euro Strom sparen können. Gut, privat und Büro. Trotzdem viel Geld. Und am Ende des Gesprächs hat er mich gefragt, warum ich denn einen Termin mit ihm vereinbart hätte. Und da habe ich gesagt, naja, es war eine Aktion der Stadtwerke. Sagt er, und? Sag ich, und sie war kostenlos. Sagt er, sehen Sie, vor 5 Jahren hätten Sie mich auch schon beauftragen können. Da hätte das 250 Euro gekostet. Ich habe kurz nachgedacht und wusste ja, was er meint und sagt, naja, vor 5 Jahren 250 Euro gezahlt, seit 5 Jahren 1000 Euro im Jahr gespart, wäre ein Reingewinn von 4.750 Euro, war kein gutes Geschäft, so lange zu warten. Warum erzähle ich das? Weil ich einfach glaube, dass es bei vielen Kunden genauso geht. Und merke das auch, die kommen dann, wenn es schon sehr spät ist. Und ärgern sich natürlich, dass sie sagen, Mensch, warum bin ich denn nicht schon vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren Kunde geworden? Da hätte ich jetzt schon viele, viele tausend Euro mehr im Portemonnaie. Und ich glaube, jeder, der seinen Zahnarztbesuch vor sich her schiebt, weiß, da ist es ziemlich ähnlich. Ja, der Zahnarzt muss dann manchmal bohren, weil man erst geht, wenn es weh tut. Und der sagt dann, naja, wenn es vor 5 Jahren gekommen wäre, da hätten wir die Karies ein bisschen wegpoliert, das wäre es gewesen. Also, nicht auf die lange Bank schieben, Ruck geben, Termin vereinbaren und gucken, ob wir was erreichen können. Bis dahin.